Ja, 2025 war ein spannendes Jahr mit vielen Ereignissen. Das zeige ich jetzt. Los geht's. Auf der riesigen Baustelle H53 am Brenner Basistunnel sind über 800 Leute beschäftigt. Es sind natürlich viele Einzelbaustellen, die dann als großes Gesamtes ein Riesenprojekt ergeben. Momentan bringen wir über den Zugangstunnel ja für die Vortriebe der TVM, der zyklischen Vortriebe und der Innenschalen, sowie die Tübingen, also Beton, Spritzbeton, alles nach unten über die 3 Kilometer 10% bergab. Eine Unmenge an Fahrten, die natürlich ein riesen Verkehrsaufkommen erzeugen, sind ungefähr 400 im Schnitt pro Tag, die wir über den Leitstand steuern. Die Betonierarbeiten sind 2025 weiter vorangeschritten. Wir haben im Haupttunnel in der Ostreue viele Blöcke betoniert, mit der Nothaltestelle, die Abluftstollen, die Verbindungsstollen fertiggestellt. Die Innenschalenarbeiten im Erkundungsstollen Richtung Innsbruck begonnen. Du rennst schon. Da, wo wir jetzt stehen, sind ungefähr. Nein, falsch. Wir stehen da in der Westrand. Vor über einem Jahr ist die TVM, die Wilma, gestartet. Wenn wir jetzt weiterschauen, sind wir über 4,5 Kilometer drinnen. In der anderen Röhre hat die Olga schon 3,5 Kilometer Vortrieb hinter sich. Und da kann sich ausrechnen, wie viel Tübingen das wir schon verbaut haben. Und jetzt gehen wir weiter Richtung Süden. 9 Minuten haben wir noch. Jetzt geht's ja aus. Geht's raus. Ja, sicher. Und dann gehen wir in die Oströhre durch und schauen, was sie getan hat. Aufpassen da oben. Wir stehen da in der Oströhre mit der Aufweitung Ost-Nord. Vor einem Jahr sind wir da gestanden zur Barbara-Feier. Alles noch Spritzbeton-Ausbau. Die Innenschale mittlerweile fertig. Wenn wir weiter Richtung Süden gehen, sind noch die Sprengvortriebe Richtung italienischer Grenze. In den Käse haben wir heute durchgeschlagen. Ein riesen Meilenstein für das ganze Projekt. Das ist das erste Mal die österreichische Seite mit der italienischen Seite direkt verbunden. Dankeschön nochmal an die Mannschaft und alle, die mitgearbeitet haben. Glück auf zum Durchschlag. Das war das Jahr 2025 im Schnelldurchlauf. Danke für den Besuch auf der Baustelle. Wir haben 2026 auch noch viel vor. Darum muss ich jetzt weiter. Danke für den Besuch. Bitte, Glück auf.